What's up, Leute? Wie geht es euch? Ich weiß, es gab schon mal wieder länger kein Video, aber heute musste ich unbedingt dieses Video machen, denn wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt habt, ich habe heute einen Florida Panther gesehen. Das ist echt was Besonderes und nicht nur für mich, sondern für alle Leute, die hier leben. Besonders hier in der Tampa-Gegend auf jeden Fall, denn der Florida Panther ist ja vom Aussterben bedroht. Es sind wahrscheinlich noch vielleicht um die 100 noch was lebende Florida Panther, die ausgewachsen sind. Das ist echt wenig. Die meisten davon leben unten in Südflorida, in den Everglades. Aber so gibt es halt einige auch weiter nördlich, aber sehr selten. Und ich habe heute auf dem Weg zur Arbeit einen gesehen. Das war unglaublich. Das ist auf der Interstate, wo ich halt immer lang fahre, und im nördlichen Bereich, also wenn man Tampa halt eigentlich verlässt, wenn man in den Norden fährt, also nach Wesley Chapel. In dem Fall war ich halt noch in diesem Bereich, im weltlichen Bereich, bevor ich nach Tampa quasi in die Stadt reinfahre. Und rechts an der Seite, da sind immer, oder im Sommer auf jeden Fall, sehe ich da fast täglich, wie heißen die? Deer, wie heißt das auf Deutsch? Jetzt muss ich mal googeln, was das auf Deutsch heißt, das gibt's ja wohl nicht, oder? Deer, was heißt das auf Deutsch? Rehe, genau. Also da sind immer Rehe, fast täglich sehe ich sie, und heute fahre ich so lang und dann gucke ich so, ich bin auch natürlich 75 Meilen die Stunde gefahren, also auf jeden Fall so um die 120, über 120 km/h. Auf jeden Fall über 120 km/h, dann fahre ich und dann gucke ich so rechts. Dachte ich, vielleicht sehe ich die Rehe wieder mal, und dann gucke ich so und dann denke ich, was ist das denn? Und dann gucke ich, so einen langen Schwanz hat das Ding, dachte ich, das kann doch nicht sein. Auch ziemlich groß, und dann hebt der gerade den Kopf hoch. Und ich gucke so rechts und er guckt quasi nach rechts, und die Augen grün, große grüne Augen, also quasi am Leuchten nach von der Katze. Es war ja dunkel, aber ich habe es gesehen. Es war ein Florida Panther. Es war, also ich war echt geschockt, bis ich nach Downtown Tampa die Ecke noch lang gefahren bin. Also auf jeden Fall um die 20 Minuten. Ich habe erst nicht wahrnehmen können. Und wie das Ding mich angeguckt hat, obwohl es nur ein paar Sekunden waren, aber es ist, also so ein Tier möchte ich auf jeden Fall nicht begegnen hier draußen. Dann auf der Arbeit habe ich viele Leute oder vielen erzählt, meinen Mitarbeitern, und niemand hat Florida Panther bisher gesehen, außer ein Arbeitskollege, der ist schon 55 oder so, und der ist halt in Florida aufgewachsen und geboren. Der meinte, wo früher noch, also vor 30 Jahren hat er das letzte Mal einen gesehen, oder 40 Jahren sogar. Damals, wo hier viel, also kaum was bebaut war in der Gegend. Aber heutzutage sieht man die eigentlich nicht, außer vielleicht in den Everglades. Deswegen ist es schon echt krass, also ich bin echt happy darüber. Aber auch, ich habe hier einen gesehen im Zoo in Tampa, darüber gibt es ja auch einen Vlog. Und ich liebe diese Tiere, aber wenn man ihn so live, oder was heißt live, aber wenn man ihn so in der freien Wildbahn sieht, so wie heute, obwohl es nur ein paar Sekunden waren im Dunkeln, also da kriegt man echt Respekt vor. Denn gerade auch letzten Sonntag sind wir mit Django spazieren gegangen, lang Spaziergang hinten, wo die Schule gebaut wird, wo die neue Häuser noch weiter bauen, da machen die gerade Straßen und so, und da ist ja auch dann Wald, und wir sind da einfach am Wald lang gegangen, und heute habe ich sofort daran gedacht, was ist, wenn so ein Panther da rauskommen würde. Das würde nicht gut enden vielleicht, obwohl ich habe schon viele Videos gesehen und auch gehört, die sind eigentlich ziemlich scheu, die laufen halt gerne weg. Ja, also in Florida gibt es schon echt viele Tiere, muss ich dazu sagen. Ich habe auch gelesen oder gegoogelt, durch Zufall irgendwie kam ich drauf, vor kurzer Zeit erst, dass die meisten, ja, wie sagt der
Titel war, glaube ich, die schrecklichsten Tiere oder ich denke mal die gefährlichsten Tiere oder so leben halt, da ist Florida die Nummer 1 als Bundesstaat von allen Bundesstaaten in der USA. Dann, was ich schon alles hier gesehen habe oder allgemein mit Kathi auch, sie hat jetzt keinen Panther oder so gesehen, ein Bobcat habe ich auch schon zweimal gesehen, Kathi hat es einmal gesehen, auch hier oben in Wesley Chapel. Ah, eins noch dazu, das ganze Bildmaterial, was ich jetzt hin und wieder zeige oder die Fotos oder Videos, das meiste ist nicht von mir. Manches ist von mir, aber das meiste ist wirklich nicht von mir. Habe ich einfach so aus dem Internet rausgezogen, um euch so ein Bild zu geben. Auf jeden Fall so ein Bobcat, auch bei uns in der Community haben wir schon oft gehört, dass auch am Spielplatz schon gesichtet wurde. Die sind auch halt, können ziemlich groß werden, also große Kätzchen. Dann Schlangen natürlich, ganz besonders hier wieder mal in unserer Community oder in Wesley Chapel, da gibt es viele Schlangen. Und das Foto, was ich jetzt einblende, das hat Kathi mal geschossen vor Jahren, ich glaube vor 5 Jahren oder so. Als ihre Eltern da waren, das erste Mal, da waren wir noch in Clearwater, da waren sie in so einem botanischen Garten und draußen auf dem Parkplatz ist diese Klapperschlange über den Parkplatz gekrochen. Also ich habe noch keine Klapperschlangen gesehen, so wie sie, aber Schlangen schon. Wir haben auch sehr viele giftige Schlangen hier in unserer Community schon gehabt. Da posten die immer wieder auf der Facebook-Seite von der Community irgendwelche Nachbarn im Garten oder so. Ja, das ist schon echt, hier oben ist so ein, wie so ein Zoo, sage ich mal. Dann Alligatoren, wie ihr wisst. Wir gehen ja ständig spazieren hier hinter der Community, wo Wasser ist. Wir haben schon so oft Alligatoren gesehen, kleine, große. Dann, was noch? Ah, diese großen Vögel, diese Kraniche oder wie die heißen. Diese grauen, die sind ja echt krass. Also die sind ganz cool, aber die werden auch ziemlich groß. Die gehen ja auch hier einfach über die Straße, so als ob es denen immer noch gehört, weil normalerweise gehört es denen ja auch, aber wir haben ja, wir Menschen, sage ich mal, haben einfach angefangen, in deren Gebiet zu bauen, so wie unsere Community jetzt. Und manchmal spazieren sie die Straße lang so und wenn Autos kommen, das interessiert die gar nicht. Dann haben wir noch ja, die Eidechsen, natürlich viele, viele Eidechsen. Und ich rede von allem, was ich jetzt selber gesehen habe, nicht was das alles so gibt. Was ich noch nicht gesehen habe, fehlt mir auf jeden Fall noch auf der Liste, ist ein Bär. Florida Bär, aber der wäre auch wahrscheinlich so ein bisschen selten, außer wenn man jetzt im Wald die Zeit verbringt, dann könnte man vielleicht einen sehen. Ja, okay, so ein Wildschwein habe ich noch nicht gesehen. Haie haben wir auch schon gesehen, aber keine großen jetzt. Babyhaie, aber schon zweimal haben wir welche gesehen. Einmal sogar im Wasser, da ist er nicht weit von uns geschwommen. Da hat mich so ein Junge drauf aufmerksam gemacht, so am Ufer. Da bin ich zum Ufer gegangen, ich war halt im Wasser und da ist er lang geschwommen. Dann einmal beim Angeln von der Brücke haben wir einen gesehen. War halt auch ein Babyhai vielleicht, keine Ahnung, so groß, weiß ich nicht. Dann einmal unsere Freunde, die ganz am Anfang hergekommen sind. Wir waren am Clearwater Beach und die sind aus dem Wasser gerannt. Die meinten, die haben einen Hai gesehen, also die Flosse halt. Könnte auch ein Delfin natürlich sein, aber die waren sich ziemlich sicher, es war ein Hai. Delfine natürlich schon oft gesehen. Das ist halt stinknormal in Florida, würde ich sagen. Dann noch Gürteltiere haben wir auch schon des Öfteren gesehen. Dann, ja, Schildkröten, wie ihr selber wisst, habe ich schon öfters im Vlog gezeigt, wie ich schon mal eine über die Straße getragen habe, damit sie nicht überfahren wird. Das habe ich schon öfters gemacht. Aber es gibt auch nicht gut, also schlimme Schildkröten, die Alligator Snapping Turtle, das ist so eine Schnappschildkröte. Da muss man wirklich aufpassen, die ist auch ziemlich hässlich, muss ich dazu sagen. Tut mir leid, ist aber so. Dann, die hatten wir mal im Garten, da war ich auf der Arbeit, hat Kathi mir ein Foto oder Video geschickt. Da habe ich gleich zu ihr gesagt, fass das Ding bloß nicht an, weil das ist ein Snapping Turtle, die kann dir den Finger brechen. Dann gibt's, was haben wir noch? Ah, in letzter Zeit habe ich einen Hasen oder ein Kaninchen gesehen. Vorne hier, wo ich die Garage aufgemacht habe, morgen saß einer und vorgestern hinten, wo ich Django rauslassen wollte auf der Terrasse, saß da auch wahrscheinlich derselbe, der ist öfters wohl hier unterwegs.
Seine Kackbällchen haben wir auch schon oft gesehen im Garten, aber wir wussten nie genau, was es jetzt, von wem es ist. Jetzt wissen wir es. Dann noch natürlich der Bald Eagle oder American Eagle, aber ich denke, das ist ein Bald Eagle hier in Florida. Also das ist ein Adler, die sieht man hier öfters, ganz besonders halt wieder mal in Wesley Chapel Area, weil hier ist viel Wald. Und ich hatte schon öfter sogar, wo ich den Dreh mit der Drohne hatte, dieses für Construction Updates, die ich doch monatlich gemacht habe, da sind immer wieder, wenn ich die Drohne geflogen habe, kamen sofort zwei Adler raus, das ist deren Gebiet. Und ich habe schon öfter so Probleme mit der Drohne gehabt, wo ich dachte, die haben sie geschnappt, aber keine Ahnung, was da immer los ist. Aber vor denen habe ich echt Respekt, also das sind auch große Dinger. Ich habe sogar schon mal gehört von auch einem Arbeitskollegen in Trinity, seine Mutter lebt in Trinity, wo wir auch früher mal gelebt haben. Ganz am Anfang in dem Apartment, was ihr in Osten Vlogs vielleicht kennt, einige von euch oder die meisten. Da, die hatte einen kleinen Hund und da kam so ein Adler, boom, hat den Hund sich geschnappt und weg war er. Das ist auch schon krass. Wir hatten durch die Community zwei Kojoten, die durchgelaufen sind. Die haben jetzt keiner gesehen, es war wohl mitten in der Nacht. Aber jemand hat halt Kameras vorne an der Garage gehabt und er hat die Aufnahme gesehen, wie zwei Kojoten hier die Straßen lang gelaufen sind, in unserer Community. Das könnte auch gefährlich sein, besonders wenn es zwei unterwegs sind oder mehrere, nicht nur einer. Aber das haben wir auch schon öfter mal im Sommer auch gehört, weil hinter unserem Garten, hinter der Mauer, dann ist ja jetzt eine Straße und dahinter ist ja nichts, einfach Feld und dahinter ist Wald. Und da haben wir schon mal, oder ich auf jeden Fall, da hatten wir sogar Gäste irgendwen hier. Vielleicht können sie sich erinnern, falls sie zuschauen. Da haben wir schon mal wirklich heulende Kojoten gehört, so einige. Also nicht nur eine, so einige. Und ich habe sogar auf dem Weg zur Arbeit, wo es ziemlich besiedelt ist, wo in Pinellas County, ja da unten überall, kurz vor der Arbeit ist einer über die Straße gelaufen. Und dann noch gibt es hier Frösche. Es gibt natürlich Frösche, wie auch überall vielleicht, aber hier gibt es giftige Frösche. Dann gibt es Riesenfrösche. Guckt euch mal das Video auch an dazu. Das war bei uns hier mit Schwiegereltern und Kathi, ich war auf der Arbeit. Das war ein Riesenfrosch. Und dann giftige Frösche, da muss man echt aufpassen, denn letztens hatte Django so eine kleine Begegnung, der versucht ja immer Frösche zu schnappen. Und danach hat er richtig viel gesabbert, wo wir wirklich Angst bekommen haben. Irgendwie ging es ihm gar nicht gut. Wir haben seinen Mund ausgewaschen, das war beim Spazierengehen. Und dann habe ich zu Hause gegoogelt die ganze Zeit und ich habe sogar gelesen, wenn so ein Frosch nur aus dem Futternapf, halt aus dem Wassernapf trinkt, nur trinkt von dem Hund, kann es den Hund töten. Also es ist echt gefährlich. Man muss auf jeden Fall aufpassen. Dann auch mit den Schlangen, wenn wir Django hinten rauslassen, besonders wenn es dunkel wird, so abends, dann gucken wir schon vorher, machen Licht, dann gucken ein bisschen, weil es kann auch ziemlich gefährlich werden für ihn. Ja, das waren so die ganzen Tiere, die ich schon hier gesehen habe. Ist echt cool irgendwie so. Das ist wie im Zoo, sage ich mal. Nur halt, man muss nicht mal in den Zoo gehen und Geld bezahlen. Ganz besonders hier oben, wo wir sind, wenn man in Pinellas County ist. Wie gesagt, da ist alles besiedelt, da ist ganz anders, obwohl man Kojoten da auch hat, auch Bobcats, aber halt in so Parks, also Naturparks. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich weiß, es gab schon ein paar Wochen wieder mal kein Video, glaube ich, zwei Wochen oder wie auch immer, aber es kommen auf jeden Fall noch ein paar Videos und auch Vlogs werden folgen. Ich werde einfach ein bisschen ruhiger eingehen lassen. Es geht mir ziemlich gut, weil viele Leute fragen ja auch hin und wieder oder immer wieder jetzt, ja, geht's euch gut, weil ihr schon lange nichts gepostet habt. Es geht uns gut, Katja geht's gut, dem Baby geht's gut, Django geht's ziemlich gut, also alles okay, Leute. Ich brauche einfach meine kleine Auszeit, muss mich ein bisschen sammeln, ein bisschen über andere Dinge nachdenken, aber mittlerweile geht's mir ziemlich gut und es geht auf jeden Fall noch weiter mit den Vlogs, keine Sorge, nur ich werde, glaube ich, ein, zwei Gänge zurückschalten, denn ich merke, es geht mir so besser, weil ich mehr Zeit habe und auch ein bisschen mehr relaxen kann. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht die Daumen nach oben. Wer noch nicht abonniert hat, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.